Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 4. September. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Jesaja 53, Vers 12. Das verschlägt einem ja dem Atem. Wie wird denn hier von unserem Herrn Jesus geredet? Als Beutemacher wird er gezeigt. In jedem Krieg sind die Beutemacher, die Pelzmäntel und Uhren nach Hause schicken, die verächtlichsten Gesellen. Und so etwas wird nun in Verbindung gebracht mit dem Herrn Jesus? Geht denn das? Nun, in unserem Textwort spricht der himmlische Vater selbst: Ich will ihm große Menge zur Beute geben. Da müssen wir doch aufhorchen, denn unser Herr Jesus richtet sich nicht nach unseren Vorstellungen, sondern nach dem Willen seines Vaters. Er ist also ein Mann, dem Gott Beute gibt, große Beute. Aber diese Beute besteht nicht in Schätzen und materiellen Werten. Seine Beute sind Menschenkinder. In unserem Textkapitel wird der Herr Jesus zuerst ausführlich gezeigt als der Leidende und Sterbende, als der Mann mit der Dornenkrone, der verachtet und bepeitscht ist, der Mann, der ausgestoßen hinausgeführt wird. Der Mann, der wie ein Lamm schweigend leidet und stirbt, der wird gezeigt. Und dabei wird uns klar, was da am Kreuz geschah, war eine Schlacht, ein entsetzlicher Kampf, den er allein ausgefochten hat. Und von diesem Schlachtfeld auf Golgatha bringt er seine Beute mit. Nun sehen wir im Geist die große Schar derer, die seine Beute geworden sind. Sie rühmen es laut: Ja, wir wurden sein Eigentum. Paulus sagt es drastisch so: Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Die Jesu-Jünger freuen sich, Jesu Beute zu sein. Herr, König der Ehren mit der Dornenkrone, führe auch uns in deinen Siegeszug mit als deine Beute. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.